Ich habe Tomaten etwas mehr als 14 Tage gesetzt. Die einen Pflänzchen haben ja dort schon eine Blüte gehabt. Und aus dieser Blüte ist dann auch die erste Tomate gewachsen. Das ist die grosse da unten. Jetzt ist es auch so weit, dass wir dringend spielen, auch die ersten Pflegemassnahmen machen. Wir sehen hier, sie lampen da vom Stecker weg. Wir müssen sie also aufbinden. Dann tun wir auch Gitztriebchen ausbrechen. Gitztriebchen sind die Triebe, die den Achsen von einem Blatt und vom Stängel wachsen tun. Aber wir wollen eigentlich einen dicken Mitteltrieb und tun darum die Gitztriebchen vorsichtig ausbrechen. Der hebt dort schon so fest, dann nehme ich die Schere dazu. Nicht, dass ich dann noch das ganze Pflänzchen häute. Das ist jetzt eine ideale Gitztriebgrösse. Den kann man tipptopp ausbrechen. Dann tue ich es aufbinden. Bei dem habe ich einen Holzstab noch. Schnur abschneiden. Mache ein Achti, dass die Tomaten auch hier richtig gut halten. Ich habe hier so einen kompostierbaren Post genommen, dass ich die dann nicht einzeln wieder wegnehmen muss. Ganz wichtig ist auch, dass ich hier unten die ersten paar Blätterreihen wegnehme. Tomaten haben ja nicht gerne Wasser oder Blätter, wegen der Anfälligkeit für die Pilze. Und wenn ich Wasser gebe, spritzt immer ein bisschen Wasser rauf und das ist noch ein idealer Nährboden für die Pilze. Darum tue ich auch alles hier. Ist auch noch ein bisschen braun. Tue ich auch gerade wegnehmen. Jetzt nehme ich alles raus. Weiter Dünger brauchen Tomaten momentan nicht. Ich habe ja das letzte Mal Mistfried da. Das lange das Zeitchen als Vorrat. Was ich sicher muss machen, ist regelmäßig ins Wasser geben. In dem durstigen Wetter brauchen sie doch zügig Wasser.